Hey Internet und YouTube zurück bei Stacheligen Niner. Warum ist das hier so auffällig? Du weißt genau, was ich damit meine. Mit hier. Ist die Batterie leer von der Taschenlampe? Das könnte sein. Aber die lädt sich, glaube ich, von selber wieder auf. 1:15 Uhr, meine Radioaktivität ist etwas zu hoch. Hallo? Hallo? Danke. Es ist Resistenz, aber ich brauche das hier. Das ist nicht unbedingt viel, das gebe ich zu. Achso, alle 10 Sekunden. Okay, okay. Mal sehen. Also minus 8, 10 Sekunden lang, oder? Immerhin, mir geht's wieder besser. Halleluja. Sadistenrüstung? Wäre das was für dich, Willow? Eine Sadistenrüstung? Okay. Ich glaube, sie ist nicht entzückt. Dogs, Biscuit, Hunger minus. Nehme ich. I sure miss Big George sometimes. Whoa, he was such a great dog. Whoa. No wonder my happy heart sings. Shut up, Nina. Interessant, oder? Howdy, Partner. Interessant. Na, da brat mir einer einen Storch. Wenn das nicht meine gute Bekanntschaft aus Good Springs ist. Was zum Henker machst du hier? Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Okay. Was für ein Zufall, dass wir uns hier so treffen. Da das die einzige Straße in der Gegend ist, wäre ich boss erstaunt, wenn wir uns nicht ab und an mal begegnen würden. Okay. Bla, bla. Nein, habe ich nicht. Bla, bla, bla. Bed and Supplies? Naja, das hier ist nicht New Vegas. Ob ja, vorne im Büro, ich weiß. Bis bald. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Shut up jetzt. Ich brauche ein Zimmer. Get a room and a diner deal. Biggest dump town in the wastes goes to. Okay, ihr zwei bekommt ein Zimmer und aus Kostengründen nehmen wir eins. Ne? Ein bisschen sparen muss sein. Hier ist natürlich alles rot. Klasse. Ist irgendein Verkäufer hier? Aber ein Safe. Ein leichter. Wir nehmen uns einfach den Schlüssel. Okay, wisst ihr was? F5. Shut up. Eine Kaufurkunde. Quaken, Medix, Stimpack. Ja, eigentlich alles. La 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 la. Ich habe das aufgemacht. Habe ich verloren oder gewonnen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gewonnen habe. Aber Karma. Tja, was soll's? Ich habe eine Kaufurkunde. Und ihr habt keine. Okay, wo? Erstens, wo ist mein Zimmer? Zweitens, kann ich hier einfach so reingehen? Hallo? Slide away, my friend. Wie geht's? Hey, Cliffy! Hallo! Wenn Sie etwas kaufen wollen, müssen Sie warten, bis ich meinen Laden geöffnet habe. Okay. Has a tall, good in a cowboy hat. Mm-hmm. Sure, but he didn't buy any souvenirs, if that's what you're wondering. Um. Oh, that.
Lately there's been talk of ghouls just a bit west of Novak up in. Okay. Schön, danke für die Markierung. Warte, stopp! Hallo! Shut up! Ich suche einen Mann in einem karierten Mantel. Klar, aber er hat keine Souvenirs gekauft. Hört er sich an, als hätte er sein Geld vergessen. Wo ist es denn? Seine Freunde waren deshalb ziemlich enttäuscht. Wäre ich aber auch, wenn ich so einen tollen Laden finden würde und dann mein Geld vergessen hätte. Mhm. Vielleicht kann Manny Ihnen mehr sagen. Es schien so, als würde er ein, zwei von Ihnen kennen. Tagsüber ist er oben im Dino-Maul. Tschüss. Kommen Sie bald wieder vorbei. Ich verstehe. Ich könnte hinter einem Bett schlafen. In einem. Oh Gott, was ist hier gerade drin? Oh Gott. Er war gerade auf dem WC. Was liegt hier? Warum? Du bist doch besessen. Schön, dass wir gesprochen haben. Nächstes Haus. Ranger Andy. Licht machen. Wird ehemals ein Amateurfunkgerät. Aha, was ist hier? Medizinbuch. Vielleicht nicht jetzt. Oh, aber eine Stützbandage könnte ich brauchen. Brahmin Steak. Oh, ich habe mich nur umgesehen. Ja. Wir kennen uns noch nicht. Gott sei Dank. Sie müssen neu in der Stadt sein. Ich bin Andy. Okay, was tust du hier, Andy? Momentan? Da sitze ich auf meinem Hintern und zähle die Risse in meiner Zelle. Das würde ich keinem wünschen. An besseren Tagen sorge ich für Ordnung. Boone und Vargas achten auf die Straße, ich auf die Stadt. Rede mir selbst ein, dass es was bringt. Okay. Du bist mit den NCR? War bei der RNK. Damals funktionierten mein Arm und mein Bein noch besser. Ich tue immer noch gerne so, als ob ich ein Ranger wäre. Erkundige mich regelmäßig per Funk nach dem Befinden der Jungs. Manchmal kommen sie vorbei, meinen dann immer, dass sie mir ihren Respekt erweisen wollen, diese eingebildeten Bastarde. In letzter Zeit kriege ich keine Antworten mehr per Funk, haben wohl einfach nur genug davon, mir zuzuhören, aber ich mache mir trotzdem etwas Sorgen. Teufel, wenn das einer hören würde, ich klinge wie eine verdammte Glucke. Okay, soll ich mal für dich nach den RNK-Freunden schauen? Nein. Sie werden denken, dass ich nicht loslassen kann. Sie sind gute Soldaten. Ich traue ihnen nicht genug zu. Erzähl mal über die Rangers. Sie sind die Besten der RNK. Jeder von ihnen so viel wert wie ein ganzer Trupp. Wenn was anliegt, bei dem andere Leute sich vor Angst in die Hosen machen, dann holt man die Ranger. Und wenn man einen Trupp der Veteranen sieht, Jungs, die sich die schwarze Rüstung verdient haben, tja... Was Schöneres gibt es nicht. Okay. Bein verletzt, mein Freund? Ja, zweimal. Beim ersten Mal war sogar meine ganze Seite hin. Musste deswegen die Ranger verlassen. Dieses Mal hat es mich nur daran erinnert, wie nutzlos ich geworden bin. Vor ein paar Jahren hörten wir, dass sich Legion-Sklavenjäger in einem ausgebrannten Haus ein paar Kilometer von unserer Stellung eingenistet hatten. Wir kamen hin und alles war verlassen. Keine Spur von irgendwem. Wirklich gar nichts. Als wir gerade los wollten, hörte ich was hinter mir. Ich drehte mich um und da war dieser Junge. Nur Haut und Knochen. Er schaute mich an, fast zu Tode erschreckt. Hatte sich im Schrank versteckt. Was haben Sie angestellt? Ich ging rein, um ihn rauszuholen. Da sah ich was in seiner Hand. Etwas aus Metall. Er schloss sich wieder im Schrank ein und dann sah ich, dass er mir eine Granate vor die Füße gelegt hatte. Das machen sie oft, die Legion. Kinder einsetzen. Die wissen, dass wir dann zu lange zögern. Das war das erste Mal. Beim zweiten Mal bin ich die Treppen vor dem Hotel runtergefallen. Ich dachte eigentlich, ich hätte das schon alles vergessen. Sprache 30. Ihr Körper ist verletzt, nicht Ihr Geist. Sie machen sich was vor, wenn Sie sich für nutzlos halten. Die Leute stehen nicht gerade Schlange, um was von mir zu lernen. Kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal vorkam, dass ich was erzählte. Vielleicht kann ich doch noch was für Sie tun. Sie haben sich schließlich die Mühe gemacht, einem alten Krüppel Honig ums Maul zu spielen. Korken, mein Freund! Die Ranger haben einen Angriff, mit dem man einen Gegner von den Füßen hauen kann. Hat mir öfter den Arsch gerettet. Hoffentlich rettet er auch ihren. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Ranger K.O. Ein Kraftschlag, wenn Sie rückwärts gehen. Der Gegner geht zu Boden. Mhm. Super! Ah, Ranger Andy hat dir was beigebracht. Na, bist du zufrieden? Hast du das Geräusch gehört? Sind wir jetzt beste Friends forever? Best Friends forever? Do you need something? Sure.
singing. Ich glaube, ich kann das im Befehl dann abschalten. I like to keep it quiet, okay. I'm done. Möchtest du etwas mit mir besprechen? No, I'm good. Thanks. Okay, gut. Was? Was ist? Bekloppt? Lass mich hier mal raus. Wer geht hier? Wer ist hier? Stopp, 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 Mr. Helm. Master Engineer. Du bist in Electro City. Typ, meine ich. Ich will nicht die Sätze nicht zu Ende sprechen. Schraub. Okay, hier ist zu. Machen wir die Bretter weg und haben ein Zimmer, oder? Motel Room. Gehen wir einfach hinein. Warum auch nicht? Okay. Sugar. Blut? Oh, erste Hilfekasten. Okay. Ohnehin nichts dabei, was mich jetzt gerade glücklich machen würde. Die volle oder leer? Welch Wunder. Gehen wir aus dem Boone's Room. Ist so. Hallo, mein Freund. Money, money. Was geht, Alter? Ey, red nicht so mit mir. Das macht mich aggressiv. Ich bin auf der Suche nach einem Mann, der ein kariertes Jacket trägt. Sicher, den kenne ich. Was wollen Sie denn von ihm? Töten. Lüge? Machen wir mal eine Lüge, oder? Oder? No? Ach ja, ein guter Freund? Mensch, wenn Sie das sagen, hören Sie mal zu. Ich kann Ihnen sicher helfen, ihn zu finden, aber ich habe gerade selber ein paar Probleme. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Sie brauchen meine Hilfe und ich brauche auch etwas. Meine Güte, was brauchst du? Novak ist jetzt mein Zuhause. Und das soll auch so bleiben. Ich mag es hier und habe schon zu oft mein Zuhause hinter mir gelassen. Aber der einzige Rohstoff, den man hier findet, ist Schrott. Ohne ihn hätten die Leute hier nichts einzutauschen. Sie müssten alle gehen. Wir finden ihn meist beim alten Raketentestgelände am Ende der Straße. Aber eines Tages sind Ghoul aufgetaucht und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Ihr habt Waffen. Warum kümmern Sie sich nicht darum? Würde ich ja, aber ich muss die Straße im Auge behalten. Caesars Legion hat Gebiete östlich von hier erobert. Sie haben Nelson eingenommen. Wenn wir unachtsam werden, greifen sie vielleicht an. Die Legion braucht Schwäche auch nur zu spüren, um gleich einen Angriff zu starten. Okay, was müssen wir tun? Also ich? Tja, sie müssen verschwinden oder das wird bald eine Geisterstadt. Ist mir eigentlich egal, was sie machen. Wenn nur die Ghoul verschwinden, soll es mir recht sein. Okay. Es würde mir viel bedeuten. Jobs, es ist mir wurscht, was es dir bedeutet. Und du bist? Ich bin Manny und ich habe ihr Wachdienst. Wenn Sie einen Lauf aus dem Maul des Dinosauriers ragen sehen, dann stehen die Chancen 50-50, dass ich es bin. Ansonsten ist es Boone. Okay, wer ist Boone? Boone ist ein Scharfschütze wie ich. Als wir noch in der Armee der RNK waren, war ich sein Beobachter. Nach dem Ende unserer Dienstzeit habe ich ihn überzeugt, sich hier anzusiedeln. Und so kamen wir her. Ich würde sie ja einander vorstellen, aber wir verstehen uns gerade nicht so gut. Warum denn das? Seine Frau und ich waren selten einer Meinung. Wir hatten ziemlich oft heftigen Streit. Eines Tages ist sie verschwunden und seitdem hat er kein Wort mehr mit mir gewechselt. Worüber haben Sie mit Boons Frau gestritten? Mensch, eigentlich über alles. Ich bin in Nordvegas aufgewachsen. Mit meinen Cousins. Wir waren schlimme Finger. Trat einer Bande bei. Ich hab's geliebt. Dann ist was passiert. Und ich hab das nicht mehr gepackt. Also bin ich der Armee beigetreten. Hab meine Zukunft verdient. Hab meinen besten Freund mitgebracht, um diese Zukunft mit ihm zu teilen. Und dann kam da diese Frau daher, die sich für was Besseres hielt und die mir wegnehmen wollte. Die Schlampe und ich waren uns spinnefeind. Gang? Ob sie hart waren? Mensch, ich war bei den Kahnen. Viel härter wird es nicht.
Okay, Rundreise der RNK. Oh, es war toll. Ja, shut up. Der Lebensstil, die Disziplin. Oh, ekelhaft. Okay, gut. Was in Bitter Springs passiert? Ich weiß es immer noch nicht genau. Es scheinen nur viele Leute gestorben. Ich gebe niemandem. Okay, gut. Okay, kein Problem. Goodbye. Yep, bis bald. Alles klar, mein Freund. Eine gegrillte Schnecke, sexy. What? McMurphy. Interessant, mein Freund. Chloe ist sauber. Aber ich nehme was von deinem Erste Hilfe. Naja, leere Spritze. Entschuldige, Nani. Okay, auch hier hätten wir gequatscht. Jetzt brauche ich dann nur noch endlich mein eigenes Zimmer. Erfordert Schlüssel, ist das meins? Wer wohnt denn hier? Na, sieh mal an, Brucey. Ah, bitte töten Sie mich nicht. Ich schwöre, ich werde... Moment. Sie arbeiten gar nicht für Mr. Bishop, oder? Lügen? Tut mir leid. Sie sehen genau wie er aus, wissen Sie? Sie sind auch so ein knallharter Ödländer. Exakt. Sind Sie nicht der Sänger aus New Reno? Ich glaube, ich habe Sie mal in der Clubs gesehen. Oh, Sie haben von mir gehört? Ja, stimmt. Im Shark Club war ich der Top Act. Die Leute haben hunderte von Kronkorken hingelegt, um mich zu sehen. Okay, und dann? Warum hier? Sie kennen Mr. Bishop nicht. Er ist nicht so wie die anderen Bosse dort. Er kennt das Ödland wie seine Westentasche und zieht gern mal los. Wenn ich nicht ganz so schnell aus der Gegend um New Reno verschwunden wäre, hätte er mich sicher gefunden und kalt gemacht. Und warum ist er überhaupt hinter dir her? Ach, das ist nur ein großes Missverständnis. Mir nicht. Ich verstehe. Mr. Bishop, nun ja, hat mir Geld geschuldet. Und weil er so beschäftigt ist, habe ich mir gedacht, ich... Nehm's mir einfach. Naja, warum nicht? Du hast den Casino-Boss ausgeraubt? Beklaut klingt so unschön. Sagen wir, ich habe ein kleines Lohnproblem gelöst. Außerdem habe ich's irgendwie mit seiner Tochter getrieben. So ein bisschen. Ah, dafür braucht man ganz schön Eier. Danke. Aber wenn Bishop mich findet und ich sein Geld nicht habe... endet mein Arsch als Trophäe an seiner Wand. Okay. Viel Glück damit. Danke. Auf Wiedersehen. Ja, ja, bis bald. Du hast ein Sensormodul, das kannst du hier... Motorradbenzintank. Klokontrolle! Okay, so. I'm starving. Shut up. Wieso ist hier in einem... Okay, keine Fragen, warum hier im Motorrad. Kleine Vorsicht, Vorsicht! Der ganze Müll hier. Ich denke, wir haben keine Quest jetzt bekommen. Dankeschön. Entschuldigung! Entschuldigung, ihr macht mich wahnsinnig. Lasst mich hier vorbei, Eddie. Und die letzte Tür. Wen haben wir hier noch? Daisy! Guten Morgen! Ideales Flugwetter. In genau solchen Situationen vermisse ich das alles. Okay, du warst also Pilotin. Vertibird-Pilot. 71 Missionen und nur ein verlorener Vogel. Rotorversagen über Klamath. Eine harte Landung, aber ich kam davon. Super, was machst du hier? Ich helfe den Leuten, das kompliziertere Bergungsgut zu zerlegen. Überwiegend Triebwerke. Die Einzelteile, die wir ausbauen, bringen normalerweise mehr ein als das ganze Ding am Stück. Super. Du bist für die RNK geflogen? Für... Nein, nicht wirklich. Es ist schon lange her. Heute ist vieles anders und diese Zeit habe ich hinter mir. Gut, das war sehr interessant. Passen Sie da draußen auf Ihr Heck auf. Mhm.
Gut, Klo-Kontrolle. Vorsicht, ich glaube, ich muss schlafen. Ich bin... So, ich leg mich mal kurz zu dir hin. Okay. Funktioniert nicht. Warum sollte es auch funktionieren? Nicht, dass ich es auch wirklich tun wollte. Ich kann ich wahrscheinlich nicht. Ich muss irgendwo... Du schläfst nicht. Das bedeutet, ich schlafe. Nein, nein. Ah, seht euch den Sonnenaufgang an. Halleluja. Wird um die Zeit schon gearbeitet? Ich hoffe doch. Ich brauche ja unbedingt... Was ist hier los? Prim hat einen neuen Sheriff. Hallo. Brauchen Sie was? Zeig mal. Klar. Hier ist... Mein Sortiment. Dankeschön. Ich bin mir in... Hilfsmittel. Oh, Steaks. Purified Water. Steampack wäre noch immer sexy. Aber weißt du was? Ich kauf's einfach. Und ich kaufe mir auch ein Steak. Tiergift? Nehme ich auch. Sollte die Pulverbande fernhalten. Hallo, mein Kleiner. Sag mir, dass jemand schon arbeitet. Jawohl, ja, ist auch Hallo. Schon die Schiene. Nun herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Ja, von den ganzen Dialogen. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Okay, wir kennen uns so nicht. Wie konnte ich nur... Da versuche ich, einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz, mich vorzustellen. Ja, peinlich. Ich bin Jeannie May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel, solange sie keinen Ärger machen. Okay, was ist das für ein Ort? Wir sind eine kleine Wüstenoase namens Novak. Dies hier ist das Dino D. Light Motel und es gehört mir. Super. Interessanten Plätze, gib mir Kartenmarkierungen. Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Innen können Sie auch raufklettern. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten Sie da besser fernbleiben. Da muss ich erst recht hin. Ansonsten ist nicht viel los. Also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Sonst noch etwas? Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Hm. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Bevor die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Erzähl mir etwas über... Repcon. Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Ghule dort rein sein. Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder so. Oh, Explosions! Hüten Sie sich vor Fremden. Warte, 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 wir sind noch nicht fertig. Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Ja, ich will mich an einen Mann namens Benny rächen und brauche jemanden, der mich in Schuss hält. Eine gute Idee. Ich mache Ihnen eine Pauschale und Sie können nach Belieben bleiben. Zumindest bis die Saison beginnt. Abgemacht? 100, okay. Schön, dass Sie bei uns bleiben. Ihr Zimmer ist oben in Richtung der Lobby. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann. Wie soll ich das verstehen? Wo kann ich mich mit Vorräten eindecken? Schauen Sie mal bei Cliff Briscoe im Dino-Bite-Geschenkeladen vorbei und sagen Sie, dass ich Sie schicke. Schätze mal, dass ihm in diesem Dino-Bauch langsam langweilig wird. Er dürfte sich über Gesellschaft freuen. Alright, und was tut sich hier so in letzter Zeit? Mal sehen. Dass die McBride hat ein paar Brahmin verloren. Aber daran dürfte vor allem die Hitze schuld sein. Eigentlich ist es ziemlich ruhig. Ranger Andy ist immer noch verletzt. Aber die beiden netten Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Straße und halten Abschaum von Novak fern. Sie sind ein echter Segen. Ja, das sind die Besten überhaupt. Und wie komme ich schnell raus aus dieser Müllhalde? Von mir aus können Sie einfach aus dem Fenster springen, mein Herr.
Sie haben kein Recht, hier reinzukommen und unsere Stadt zu kritisieren. Die Leute arbeiten hart, um sie sauber und sicher zu machen. Ich habe 100 Kronkorken bezahlt. Wir tun, was wir können. Aber es gibt wohl immer so pingelige Typen, denen man es einfach nicht recht machen kann. Ich habe 100 Kronkorken bezahlt. Die Stadt. Nein, es tut mir leid. So ist es. Aber das weiß nicht jeder zu schätzen. Okay, goodbye. Hüten Sie sich vor Fremden. Du bist eine Fremde. Die brauche ich. Okay, das ist interesting. Raus hier. Okay, wir haben unser Zimmer. Lass uns noch das Zimmer ansehen. Das war jetzt das oben, wo ich den Schlüssel brauchte. Unser Zimmer. That's what I'm talking about. This ain't too shabby, this place. Na? Ist doch okay. Wir haben auch einen Safe, der ist leer noch. Ich könnte was reintun. Wir haben sogar... What? Nein, nein. Denver Triple Dog. Jets take you up. Steady to bring you back down. Then psycho for the hell of it. You game? Nee, 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 nee. I guess this is gonna be a one-man party. Ja, mach nur deine Party hier. Yeah. That's the stuff. So, was ist mit dem Deal? Genau, wegen dir sind wir auch hier. Fuck that, man. I ain't doing shit today. We'll deal with it tomorrow. I'm heading to a new dimension. Okay, okay, okay. Und wir haben einen Teddybären und eine Truhe und einen Korken, den nehme ich mir. Okay, ich könnte hier was verstauen. Ich könnte auch euch alles geben. Haben wir was im Kühlschrank? Wodka, Bier und Whisky. So sieht es nämlich aus. Und hier haben wir auch noch sexy Sachen. Oh. Oh, oh. Relax. Relaxed. So lasse ich drin. Selbst ist der Mann. Exakt. WC-Kontrolle. Ein leerer Erste-Hilfe-Kasten, aber hier könnte ich dann wenigstens das halbwegs abchecken. Wo meine ganzen Sachen hin sind. Bei dem Safe tun wir doch nur die besten Sachen rein, oder? So ein Cowboy-Hut würde mir auch gut stehen. Aber wir wissen ja, wie das ist. Ich sehe mich so selten an. Okay. Ich würde auch gerne verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und einkaufen, einkaufen, einkaufen. Shop ist im Dino, man, man. Alright. Dino Gift Shop. Hallo, mein Freund. Willkommen im Dino-Bald. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Ja, ein paar tausend. Was verkaufst du? Genie May schickt mich. Die Gute. Irgendwie sagt mir jeder Reisende, der hierher kommt, das Gleiche. Sie sehen das Schild und denken sich, Geschenkeladen? Kann ja wohl nicht stimmen. Aber Genie May schickt sie immer wieder zu mir. Nun, Genies Freunde sind auch meine Freunde. Und Freunde bekommen einen Rabatt in meinem Laden. Girl, was verkaufst du? Na, da wären natürlich die T-Rex-Figuren. Sie sind unser Verkaufsrenner. Außerdem haben wir verschiedene Repcon-Fabrik-Souvenirs. Raketen und ähnliches. Okay, Vorräten, Waffen? Waffen? Ich, nun, ja, ich habe ein paar. Mist. Nie kauft jemand einen dieser T-Rexe. Okay, Raketensouvenirs? Es sind Miniaturmodelle einer echten Rakete, sehr detailreich. Sie enthalten sogar eine Flüssigkeit, die sie zum Leuchten bringt. Wow. Ich habe gehört, Repcon hat sie früher als Andenken bei ihren Führungen durch ihren Hauptsitz in Henderson verteilt. Aber sie mussten sie aus dem Programm nehmen, nachdem ein paar Kinder sie leer getrunken hatten, weil sie dachten, da wäre Nuka-Cola drin. Die Zeitungen hatten sogar einen Namen für die Krankheit. Repcon-Zittern. Keine gute Zeit für Robco.
Okay, wie sind Sie geändert? Nun, Sie hier. Haben Ihre Restbestände im Dinobyte abgeladen. Aus steuerlichen Gründen. Aber das war vor meiner Zeit. Inzwischen sind Sie schwer gefragt. Es sind schließlich einzigartige Sammlerstücke. Aber vielleicht habe ich noch ein paar im Lager. Ein paar tausend. Was hast du zum Verkaufen? Sicher. Okay, Waffen. Cowboy Repeater mag ich. What is this? 22.000! Are you crazy? That gun. That gun. Okay, die ist auch gut. Oh, du hast eine Arzttasche. Du bist ja mein bester Freund hier. Schleichen plus 10, okay. I don't think jetzt gerade. Ritterliche Sagen, Nahkampfwaffen, nee. Kostet nicht allzu viel, oder? Steampack, her damit. Du machst mich pleite, mein Freund. Ich müsste auch was verkaufen, aber ich denke, die ganze Verkaufssache mache ich auf. Kommen Sie bald wieder vorbei. Denn ich muss mich konzentrieren, was ich verkaufe, verstehst du? Das versteht er nicht. Bin ich voll? Ja, eins. Also, ich bitte dich. Eins. Müdigkeit, Radioaktivität. Coca-Cola, H2O, ein bisschen. Naja, naja, naja. Rebound. Reparatursatzeffekt ist auch sexy. Stramme Strahler. Kann ich hier reinsehen? Okay, erst wenn du nicht hier bist. Du bist Altmetall hier, sechs sind hier oben. Lauert Boon! Aber das Problem ist, wenn wir Caesar machen, ist er ohnehin nicht amused about. Okay, ich gehe verkaufen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. I would so love to add a dinky souvenir to my collection. What? Oh mein Gott! Ich kauf's dir im nächsten Part. Ich kauf's, warum bin ich geduckt? Aufwärmübungen. Wo ist Niner? Niner gibt sich die Drogen im Hotelzimmer. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss!